Ja, liebe Freunde, Fans und Hater, wir haben eine neue Serie, die nennt sich Charlie auf Reisen. Und unsere erste Reise führt uns nach Thailand. Das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, wir haben ja vor, dort ein Lokal zu starten und da muss man sich ein bisschen vorbereiten. Und deshalb fliege ich dahin und schaue ich mir an, welche möglichen Lokale gibt es. Es wird auch in den nächsten Wochen jetzt keine Schau, die Leute von ATV geben. Und weil ich jetzt eben auf den Reisen bin, werden aktuell momentan die Reisen gesendet. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit den nächsten Sendungen. Schau wird es erst danach wieder geben, dann im neuen Jahr. Euer Charlie aus Wien. Viel Vergnügen beim Zusehen der nächsten Folgen. Ja, wir sind hier am Flughafen Wien und jetzt geht's dann los. Der Spritzberg geht's auch mit seiner Flight-Geschichte. Auf geht's zum Terminal-Check-In. Viert euch, Charlie aus Wien. So, wir sitzen jetzt im Flugzeug, die Leute, die alle eingecheckt haben. Ich bin alleine unterwegs. Hier sieht man am Monitor Wien nach Bangkok. Circa 11 Stunden Flugzeit sind dann vor uns, bis wir in Bangkok eintreffen. So, meine Freunde, es wird spannend. Und jetzt schauen wir, ob auch wer wartet auf mich. Das ist immer der Moment, wo der Hof ins Wasser springt. Wir wissen ja, die ganzen Thailänder sind nicht zuverlässig. Es sollte eine hübsche Dame auf mich warten. So, wir befinden uns hier nun am Flughafen Bangkok. Und jetzt wird spannend. Wird es eine Frau überhaupt geben, die mich abholt oder nicht? Ich bin abgeholt worden, ihr seht sie, eine nette Dame erwartet mich mit Blumen und eine Krone. Die Krone habe ich da schon auf. Halt das, ich muss natürlich meinen Hut aufsetzen, sonst sind wir ja nicht komplett. Eine liebe Dame, die nicht hat mich doch abgeholt. Einen schönen Blumenstrauß habe ich gekriegt, ein Quietschhändel hat es mir gebracht und die Krone. So, und jetzt werden wir dann ausziehen ins Auto und Richtung Hotel fahren. In Thailand to have beer crown, not the head. Okay, now we go to the hotel. Thank you for coming and pick me up here. Wunderbar gelaufen, es geht los. Im Auto unterwegs von Bangkok nach Pattaya. Die Fahrzeit beträgt hier circa 1,5 bis 1,75 Stunden. Meine Nichte ist ein bisschen scheu noch, aber das wird schon werden. Eine lustige Maus. Aber die Fahrt werden wir genießen, seht ihr, wie ich da gut drauf bin. Ja. Grandma cannot stop children. Ja, da sind wir jetzt da in den ersten Stunden im Hotelzimmer. Und die Nika macht sich gleich wieder da bereit, tut gleich wieder für ihre sozialen Kanäle ein paar Fotos machen. Man hat natürlich nicht jeden Tag so ein tolles 5-Sterne-Luxus-Hotel, so ein tolles Luxuszimmer. Und das schaut sich schon, die Brüste müssen von der Szene setzen. Schön am Zimmer, die Nika fühlt sich wohl hier am Bett, kuschelig, aktiv, nach den erotischen Genüssen, immer gut drauf. Jetzt sind wir in der Relax-Phase. So, da befinden wir uns im Rooftop-Restaurant Pippa, eines der besten Lokale, die es in Pattaya gibt, ganz oben. Hier mal einen kleinen Rundumblick, wie es da von diesem Restaurant ausschaut. Natürlich, unsere Nicha hat große Freude. Ja, nach dem tollen Abendessen haben wir jetzt die Möglichkeit, ein gutes Dessert zu genießen. Immer gut drauf im Hotel-Restaurant Pippa. Nach der ersten Nacht, die natürlich sehr turbulent war, am Abend haben wir gut essen und gut trinken gehabt und in den letzten Stunden das gute Spritzen. Nicht, das ist natürlich eine tolle Person, tolle Figur, die das hervorragend drauf hat alles. Und jetzt sitzt man gemütlich beim Frühstück. Charlie aus Wien.
und ohne Hut. Geht's auch gut. Rice hotel at German, new friends.